Willkommen zur sechsten Kurseinheit. Ich werde Ihnen in den nächsten rund 5 Minuten keine Details zu den Beschaffungsmodellen und zu den lebenszyklusorientierten Verträgen liefern können. Dazu reicht die Zeit nicht. Ich kann Ihnen aber die Grundzüge darlegen und ich werde mit Ihnen gemeinsam die richtigen Fragen stellen, damit Sie in Ihrem Projekt die passenden Entscheidungen treffen können. Die erste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist: Bin ich ein privater Bauherr oder bin ich ein öffentlicher Bauherr? Für den Fall, dass Sie ein privater Bauherr sind, können Sie sich bereits entspannen. Hier haben Sie die freie Modellwahl und die freie Wahl der Verträge. Sollten Sie ein öffentlicher Bauherr sein, dann unterliegen Sie dem Bundesvergabegesetz. Das heißt, Sie profitieren von den 350 Paragraphen und 20 Anhängern des Bundesvergabegesetzes und sind gebunden, etwa in der Wahl des Verfahrensmodells. Sie sind gebunden bei der Frage, welche Anbieter Sie in das Verfahren einladen dürfen. Und Sie haben zeitliche Mindestfristen im Verfahren zu beachten. Zu guter Letzt unterliegen Sie auch der Kontrolle der entsprechenden Nachprüfungsinstanzen. Die zweite Frage, die Sie sich zu stellen haben, ist die Teilvergabe oder die Gesamtvergabe für mich vorteilhafter? Die Teilvergabe wird in Österreich auch gewerksweise Vergabe genannt. Dabei schließen Sie als Bauherr ein Bündel von Einzelverträgen mit den Planern und den Professionisten. Das heißt, Sie beauftragen etwa den Architekt getrennt vom Bauphysiker, den Bauphysiker getrennt vom Statiker. Gleiches gilt für die Professionistenseite. Sie haben ein Bündel an Einzelverträgen getrennt zwischen Baumeister, Tischler, Schlosser oder allen anderen Gewerken. Daher gewerksweise Vergabe. Die Vorteile der Einzelvergabe liegen in der höheren Einflussmöglichkeit des Bauherrn auf die Auswahl der einzelnen Professionisten. Oder anders gesagt, der Bauherr bekommt zielgenau den Professionisten, den Planer, den er möchte. Der Nachteil der Einzelvergabe liegt darin, dass die Koordinierung zwischen den einzelnen Planern und den einzelnen Professionisten Bauherrenaufgabe ist. Und hier passieren in der Praxis auch die meisten Fehler. Schlechte Koordination, schlechtes Management dieser Schnittstellen. Und last but not least, Einzelverträge führen auch zur Einzelgewährleistungsverfolgung. Die Gesamtvergabe eines Bauvorhabens kann wiederum in 2 Spielarten erfolgen. Die eine Spielart ist eine Teilbündelung von Leistungen. Bekannt in der Praxis vor allem der Generalplaner und der Generalunternehmer. Der Generalplaner ist eine Bündelung aus den einzelnen Planungsleistungen, das heißt Architektur und Fachplanung, Statik und Bauphysik aus einer Hand, ein Auftragnehmer, eine Schnittstelle. Der Generalunternehmer ist die Leistungsbündelung aller Professionisten, aller Gewerke, ein Auftragnehmer, eine Schnittstelle. Die Praxis kennt auch unterschiedliche Spielarten des Generalunternehmers. Es sind auch Teilgeneralunternehmer bekannt, etwa für die Haustechnik, Haustechnik GU, für das Dach, ein Dach GU. Die Vorteile dieser Bündelung von Leistungen liegt in der Reduzierung von Schnittstellen und damit auch der Reduzierung von Risiken. Der Nachteil der Leistungsbündelung liegt in den Aufschlägen der Auftragnehmer. Generalplanerzuschlag, Generalunternehmerzuschlag. Ein Mehr an Entgelt wird für die Koordinationsleistungen innerhalb des Auftragnehmerteams fällig.
Ein Mehr ist aber den möglichen Risiken der Einzelvergabe gegenüberzustellen. Ein Mehr an GP- und GU-Aufschlag kann gegebenenfalls am Ende noch immer ein weniger für den Bauherrn bedeuten, wenn durch die Leistungsbündelung das Gesamtrisiko reduziert wurde. Die zweite mögliche Spielart der Leistungsbündelung ist die Totalbündelung. Das heißt, das Zusammenfassen einer Vielzahl unterschiedlicher Leistungsbilder. In der Praxis bekannt, der Totalunternehmer, der PPP-Auftragnehmer. Hier werden Leistungen der Planung und Errichtung, Totalunternehmer, möglicherweise auch der Bewirtschaftung aus einer Hand erbracht. Kommen Aspekte der Finanzierung mit in das Leistungsbild hinein, sprechen wir von einem PPP-Projekt. Die Vorteile dieser Totalbündelung liegen in einer weiteren Reduzierung der Schnittstellen und damit des Managementsaufwandes auf Auftraggeberseite. Der Nachteil der Totalbündelung liegt darin, dass der Bauherr einem sehr mächtigen Auftragnehmer gegenübersteht. Mächtig im Sinne eines technischen Know-hows und mächtig im Hinblick auf die wirtschaftliche Stärke des entsprechenden Konsortiums, das einen Totalunternehmer oder einen PPP-Auftragnehmer bildet. Dieses Gewicht, diese Macht des PPP-Auftragnehmers oder des Totalunternehmers benötigt entsprechendes Gegengewicht auf Seite des Bauherrn, entweder mit eigener Expertise oder entsprechenden Konsulenten. Das erhöht den Aufwand auf Bauherrnseite. Sie sehen damit, dass es nicht das richtige oder das falsche Beschaffungsmodell gibt. Es gibt nur das für Sie passende oder das für Sie nicht passende Beschaffungsmodell. Die Wahl des Beschaffungsmodells hängt ab von Ihren Eigenressourcen, vom Eigen-Know-how, von der Stärke Ihrer Mannschaft, vom Risiko, das Sie einschätzen im einen oder anderen Modell und auch vom Zeitbudget, das Sie zur Verfügung haben. Die dritte Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, welcher Vertrag passt zu mir? Die Antwort auf diese Frage hängt ganz maßgeblich von der Modellwahl ab. Verträge für Einzelgewerksvergaben werden anders aussehen als Verträge für einen Totalunternehmer oder Verträge für ein PPP-Modell. Es gibt gute und schlechte Einzelgewerksverträge. Es gibt gute und schlechte TU-Verträge. Guten Verträgen sind aber Punkte gemeinsam, von denen ich drei herausgreife. Gute Verträge zeichnen sich zunächst einmal durch ein gutes Leistungsbild ab. Hier gilt es sich durchaus auch von Gebührenordnung und standardisierten Leistungsbeschreibungen zu lösen, um einzelprojektspezifisch das richtige und für Ihre Modellwahl passende Leistungsbild zu finden. So benötigen etwa gebündelte Vergaben ein Mehr an Managementleistungen und Qualitätssicherungen, als in den alten Gebührenordnungen herkömmlich vorgesehen ist. Neue Beschaffungsmodelle, die auf integraler Planung aufsetzen, benötigen ein neues Leistungsbild für integrale Planung. Die IG Lebenszyklus hat ein solches Leistungsbild entwickelt. Gute Verträge zeichnen sich auch durch eine klare Vertragsstruktur und Vertragshierarchie aus. Im Vertrag ist klar zu regeln, welches Dokument im Widerspruchsfall Vorrang hat. Etwa Vorbemerkungen in technischen Leistungsverzeichnissen im Widerspiel mit dem Vertragstext. Welche Wirkung haben Kalkulationsblätter, wenn sie von den Bietern vorgelegt werden? Werden sie Vertragsbestandteil oder nicht?
Vorteil oder Nachteil im Claim- und Anti-Claim-Management. Nicht zuletzt ist ein Vertrag nur dann ein guter Vertrag, wenn er ein fairer Vertrag ist. Fairness heißt eine gerechte Verteilung von Rechten und Pflichten. Für den Bauherrn heißt es, am Verhandlungstisch nicht alles Mögliche herauszuverhandeln, nicht das Weiße aus den Augen des Gegenübers herauszuverhandeln. Ein maßvoller Umgang bei Pönalen, verschuldensabhängig. Ein maßvoller Umgang bei Garantien, Haftrücklass, Deckungsrücklass, Erfüllungsgarantien. Und die Vereinbarung und dann auch wirksame Durchführung von angemessenen Zahlungsfristen, gesetzlich im Regelfall 30 Tage. Wenn Sie diese drei angeführten Grundregeln einhalten, wird Ihr Vertrag, gleichgültig ob es ein Einzelgewerksvertrag ist oder ein gebündelter Vertrag, er wird ein partnerschaftlicher Vertrag. Und partnerschaftliche Verträge sind die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Bauprojekt. In den nächsten 5 Minuten dürfen wir Ihnen einen ersten Überblick über das Leistungsbild kaufmännische Bauernvertretung geben und die Überlegungen, die dem zugrunde liegen, und hoffen, dass wir Ihnen damit das Studium des Leitfadens ein wenig erleichtern und den Einstieg ein bisschen ebnen können. In der Aufbauorganisation eines Bauprojektes ist die kaufmännische Bauernvertretung verankert direkt bei der Projektleitung als Stabsstelle dieser Projektleitung. Während die Projektleitung daneben viele andere Agenten wahrnimmt, ist die Bauherrenvertretung, die kaufmännische Bauernvertretung, fokussiert auf Wahrnehmung der kaufmännischen Interessen des Unternehmens am Bauprojekt, das heißt die kaufmännischen Projektziele zunächst zu definieren, mit den kaufmännischen Linienfunktionen und der kaufmännischen Geschäftsführung bzw. dem Finanzvorstand abzustimmen und dann im Projekt entsprechend nachzuverfolgen und die Umsetzung sicherzustellen. Die kaufmännische Bauernvertretung ist eine Querschnittsmaterie. Das bedeutet, sie zieht sich über alle Projektphasen von der Strategie über die Initiierung und Planung bis in die Nutzungsphase. Nutzungsphase muss man ein bisschen einschränken. Im Wesentlichen tritt die kaufmännische Bauernvertretung hinter die Linienorganisationen in dem Moment, wo das Gebäude übergeben wird an die Linienfunktionen. Das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwo am Beginn der Nutzungsphase, idealerweise zum Zeitpunkt der Schlussrechnung, einen Abschlussbericht legen und damit die kaufmännische Bauernvertretung aus der Projektorganisation, die sich im zeitlichen Nahebereich ebenfalls auflöst, herausnehmen. Die wichtigsten Phasen für die kaufmännische Bauernvertretung sind ganz sicherlich die Strategie und die Initiierung. Das deshalb, weil ein ganz wesentlicher Teil aller Kosten, man sagt zwischen 70% und 80%, in diesen Phasen teilweise auch noch in der Planung definiert werden und danach ein Gegensteuern kaum möglich ist. Die Aufgabe in der Strategiephase ist vor allem sicherzustellen, dass aus einem kaufmännischen Blickwinkel heraus das Bauprojekt, die Beschaffungsstrategie, die Strategie, mit der Raumbedarf gedeckt werden soll, optimal aus dem Kerngeschäft abgeleitet wird und diese Ableitung in kaufmännischen Größenordnungen auch dokumentiert wird und nachvollziehbar gemacht wird. Eine ganz wesentliche Aufgabe in dieser Strategiephase ist, Bauprojekt für den CFO zu übersetzen. Das heißt, die Konsequenzen, die kaufmännischen Konsequenzen aus einem Bauprojekt derart abzugreifen, dass sie in die Steuerungswelt eines CFOs übersetzbar werden. Ein CFO steuert sein Unternehmen in der Regel über Ergebniskennzahlen, ein EBIT, ein EBITDA, über seinen Cashflow, vor allem der Free Cashflow, und über sein Bilanzbild, EK-Quote, Verschuldungsgrad. Das sind die Größen, mit denen er täglich arbeitet. Das sind die Größen, die er einschätzen kann. Und in diese Größen muss Bauprojekt übersetzt werden. Und das schon in der Strategiephase. Ist im Rahmen der Strategiephase die Projektstrategie hinreichend festgelegt worden, beziehungsweise die wesentlichen Handlungsoptionen herausgefiltert worden, dann ist es im Rahmen der Initiierungsphase eine Aufgabe der kaufmännischen Bauernvertretung, hier durch entsprechende Alternativenrechnungen, den sogenannten Cases, die
Beschaffungsvariante, die Finanzierungsstrategie, die Projektstrategie mit festzulegen, die die kommerziell aussichtsreichste und effizienteste ist. Am Ende steht der gewählte kaufmännische Business Case. Das ist eine erste, wenn auch grobe, aber wesentlich vollständige Abbildung aller relevanten kaufmännischen Projektfaktoren, einschließlich der wesentlichen Risiken, in einer Planungsrechnung, die noch grob in den Annahmen, aber vor allem vollständig in den abgebildeten Konsequenzen und Ergebnissen ist. Auf dieser Basis ist es dann möglich, sehr konsistent in ein kaufmännisches Projekt überzuleiten. Das heißt, das, was vorher noch Business Case und damit relativ grob war, entlang der Planungsphase derart zu verfeinern, dass am Ende das kaufmännische Projekt steht. Sie können sich ein kaufmännisches Projekt vorstellen als eine kaufmännische integrierte Planungsrechnung, wird üblicherweise in Tools wie Excel abgebildet, die ermöglicht in einer sehr feinen Granulierung neben den bauwerksbezogenen und späteren bauwerksnutzungsbezogenen Inputfaktoren, vor allem auch die anderen Inputfaktoren und da insbesondere die Finanzierung und die Effekte auf das Kerngeschäft darzustellen. Wenn wir am Ende der Planungsphase ein ausgereiftes kaufmännisches Projekt haben, sind wir dann auch in der Lage, aus dem, was bisher Planungsergebnisse waren, die direkten Projektziele abzuleiten und hier die kaufmännischen Projektziele, die sich dann eben nicht in bautypischen Kennzahlen ausdrücken, sondern eben für den CFO und für die spätere kaufmännische Steuerung in kaufmännischen Projektzielen und kaufmännischen Kennzahlen typischerweise wieder ergebnisgetrieben, Cashflow-getrieben und bilanzgetrieben. Auf Basis eines sorgfältig erstellten und allgemein im Unternehmen akzeptierten kaufmännischen Projekts ist es dann möglich, die Ausführung auch aus kaufmännischer Sicht sehr effizient und sehr ressourcenschonend zu begleiten, wobei die wesentliche Funktion immer ist, die Projektänderung wieder im kaufmännischen Projekt und damit für den CFO greifbar abzubilden und im anderen Fall bei Änderungen dann sozusagen von der kaufmännischen, kommerziellen Seite in die Verhandlungsführung mit Professionisten, mit Konsulenten einzugreifen und diese zu unterstützen. Wie schon vorher erwähnt, am Ende steht der kaufmännische Abschlussbericht, der gemeinsam mit der Schlussrechnung ein vollständiges kaufmännisches Bild des Projektes selbst und der Projektphasen, das heißt des Projektprozesses, abbildet und für die Linienfunktionen dann später alle notwendigen Steuerungsgrundlagen zur Verfügung stellt in der täglichen Arbeit. Insgesamt sind wir der Überzeugung, dass wir hier im Rahmen der IG-Lebenszyklus mit dem Leistungsbild der kaufmännischen Bauernvertretung sowohl dem CFO und der kaufmännischen Geschäftsführung als auch dem Bauprojekt ein Werkzeug in die Hand geben können, das einerseits den bisher oft gelebten Interessenskonflikt zwischen den kaufmännischen Unternehmensfunktionen und dem Bauprojekt ausräumen kann und zum anderen in diesem dann möglichen Miteinander eine Projektsteuerung erlaubt, die aus einem erfolgreichen Bauprojekt auch ein kaufmännisch erfolgreiches Bauprojekt macht und damit eine nachhaltige, lebenszyklusorientierte Projektumsetzung gewährleistet.